überfordert und so. So. Also, da euch Liebes-Scheiße gefällt, diese Herzkacke, lese ich euch jetzt auch ein Gedicht vor. Das heißt, aber Schatz. Und es ist meiner Ex-Freundin gewidmet. Aber Schatz, was ist mit dir los? Ich will dich nicht nerven, ich meine ja bloß, du sagst immer, dass ich zu Hause schlafen soll. Auch dass du nicht mehr bei mir schläfst, finde ich nicht so toll. Du beschimpfst mich immer, wenn ich vor dir stehe, spuckst mir auf den Rücken, wenn ich mich umdrehe. Außerdem trägst du auch nicht mehr mein Ring. Und wo ist eigentlich das Herzchen, das an einem Kettchen hing? Aber Schatz, wo ist eigentlich auch das Bild von mir, das auf deinem Schreibtisch stand? Und warum hältst du nicht mehr meine Hand? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Hast du dir gedacht, dass es mir nichts ausmacht, wenn du schlecht in der Zeitung über mich inserierst oder dich über meine Unfälle amüsierst? Wo wir gerade bei den Unfällen sind, die häufen sich in letzter Zeit sehr. Falls du was damit zu tun hast, wäre das nicht sonderlich fair. Aber Schatz, wer ist eigentlich dieser Stefan, mit dem du ständig abhängst, dem du meine alten Sachen schenkst? Ich hätte zwar nicht gedacht, dass du so eine bist, aber mich stört schon, dass ihr euch küsst. Und außerdem finde ich es auch scheiße von dem Idiot, dass er mir ständig Prügel androht. Aber Schatz, wenn du schlecht von meinen Eltern über mich redest, kann ich dir das, wenn du schlecht von meinen Freunden über mich redest, kann ich dir das noch verzeihen. Aber bitte lass es zukünftig von meinen Eltern sein. Die waren das letzte Mal sehr aufgebracht und meine Mutter hat mir die Hölle heiß gemacht. Apropos heiß, da würde ich dich doch noch um eines bitten. Kein heißes Wasser mehr vom Balkon auf mich zu schütten. Auch der Brandsatz in meinem Garten war mir eine Last und dass du mein Auto zerkratzt hast. Die Sache mit dem Pfefferspray fand ich auch sehr schlimm. Und die Rohrbombe im Keller? Nein, nichts passiert, nehme ich halt hin. Hast du dir schon mal überlegt, dass es mich schon etwas verletzt, wenn du mir Stiche mit dem Küchenmesser versetzt? Aber Schatz, wir sind nur ein so süßes Paar, nur dass etwas zwischen uns nicht stimmt, ist mir seit kurzem auch klar. Mag sein, dass ich jetzt vielleicht ein klein wenig überreagiere, aber ich glaube, so ein bisschen Schuld liegt auch bei dir. Und wenn man dich jetzt so grinsend hinter der Schrotflinte sieht, erweckt das fast den Eindruck, du hättest mich nicht mehr lieb. In 2 Jahren gucken sie aus, dann sehen wir mal weiter. Aber so lange habe ich jemand anderes, den ich jetzt so ein bisschen annehmen darf. Und außer Aida, der übrigens fantastisch Löffelchen liegt. So. Auf jeden Fall, ich habe eine sehr gute Freundin, die mich immer wieder anruft und erzählt mir so Sachen wie zum Beispiel, ah ja, mein neue Kommilitone oder ach, der Arbeitskollege von mir, gestern Abend in der Bar habe ich einen kennengelernt und dann soll ich immer da irgendwelche Tipps und was weiß ich geben. Und dann war es mal so, dass ich angerufen habe und habe gesagt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt und sie meint, du hast doch einfach, du schreibst doch immer so schöne Sachen, schreib mir doch ein Gedicht. Nee, so Sachen mache ich nicht. Und dann saß ich abends auf meinem Schreibtisch und habe Folgendes so gesagt. Wenn du mich so ansiehst, mit deinen großen Augen, wenn du dann sprichst und deine Lippen um die Worte tanzt, wenn du dir dann deine Strähne aus dem Gesicht streichst, ich kann ihr noch nicht mal sagen, was ich für sie empfinde, jetzt soll ich es vor Publikum. Ich kriege die passenden Worte nicht raus, wenn ich allein vor ihr stünde, jetzt soll ich es vor 100 tun. Wie soll ich ihr sagen, dass ich seit Wochen an sie denke, Gedankenstalking nicht mal in meinen Träumen lässt sie mich in Ruhe. Mein Herz ist das Geschenke, ach nimm den ganzen Kerl dazu. Ich würde keine Bäume für sie ausreißen oder Berge für sie versetzen. Aber unter ihr ich einen Tunnel zu ihr bahnen, nur um die schöne Landschaft zu erhalten, ich hoffe sie weiß es zu schätzen. Durch meinen Tunnel eilen, nur um sie zu umarmen. Ich würde mich mit Stäuber verbünden, in den Transrapid doch bauen. Durch meinen Tunnel führen dann die Routen. Einfach so tagtäglich bei ihr vorbeischauen. Dann dauert eine Reise zu ihr ja nur 10 Minuten. Ich würde meine linke Arschbacke für sie tätowieren, denn die rechte ist ja schon besetzt. Ich würde sogar
Jura für sie studieren, nur damit sie sich in den Vorlesungen ab und zu zu mir setzt. Ich werde so vieles für sie tun, nur um ihr zu gefallen, noch gleichzeitig so vieles für sie lassen. Doch eines könnte ich nie trotz allem. Ich könnte nie ein Gedicht für sie verfassen. Ich müsste Worte neu schaffen, um diese beim Duden erreichen, müsste sie von mir beschrieben werden. Denn die Worte im Deutschen würden mir nicht reichen. Ich bräuchte alle Sprachen auf Erden. Wenn sie mich so ansieht, werden meine Knie weich. Schaut sie böse, frage ich mich, wegen mir. Doch lächelt sie, wird mir warm und wohl und kalt zugleich. Dann ist sie weg, wie ich gerne hier. Ich wollte, ich könnte das sagen vor gefüllten Hallen oder draußen allein in romantischen Gassen. Doch eines könnte ich nie trotz allem. Ich könnte nie ein Gedicht für sie verfassen. Ich bräuchte nur 5 Minuten Redezeit und ein kleines bisschen Mut. Was könnte mir schon geschehen? Vielleicht wird sie mich danach nicht mehr mögen, fände es nicht gut. Vielleicht wollte sie aber auch mit mir gehen. Vielleicht sind das die Worte, auf die sie schon lange wartet, dass sie endlich mal fallen. Vielleicht wird sie mich danach hassen. Und genau deswegen könnte ich eines nie trotz allem. Ich könnte nie ein Gedicht für sie verfassen. Vielen Dank.